sollten wir den Tag besser starten als mit The Graduated Cloud und einem wahren Experten im Bereich Cloud-Architektur, Cloud-Native Technologies, Managed Cloud Services, digitale Plattformen und Arbeitsplätze. Er berät nationale und internationale Unternehmen bei ihrer Cloud- und Digital-Strategie und ist darüber hinaus seit 2016 auch Juror bei den Global Mobile Awards und Autor zahlreicher Fachartikel vom IT-Marktforschungs- und Beratungshaus Crisp Research. Seit 2019 ist er Member of the Board von Cloudflight und verantwortlich für alle Consulting-Projekte. Die Rede ist von Maximilian Hille. Lieber Max, wir freuen uns riesig, dass du heute da bist. Und liebe Teilnehmer, wir freuen uns auf eure Fragen. Ihr dürft den Chat rege nutzen, so wie ihr es jetzt schon macht. Und jetzt gebe ich aber erstmal die virtuelle Bühne frei für Maximilian Hille. Vielen lieben Dank, Svenja. Freut mich wirklich sehr, dass ich heute die Veranstaltung eröffnen kann. Du hast es schon gesagt, ich habe mich auf die Spurensuche der Graduated Cloud begeben. Also mal mit der Hypothese gestartet, ob so langsam Schluss sein sollte mit Experimenten rund um Hybrid Cloud, Cloud Native und auch Cloud Security. Das waren ja so ein bisschen die Themen, die wir heute im Laufe der Veranstaltung als Kernthemen auserkoren haben. Und ich freue mich sehr, dass ich heute ganz am Anfang einen kleinen Überblick über diese Themen geben werde. Und freue mich aber auch sehr, das kann ich jetzt schon sagen, über den Deep Dive aller weiteren Kollegen, Partner und Speaker, die heute noch da sind, dass da dann auch noch das, was ich zumindest hier mal auf einer hohen Flugebene ein bisschen einleite, dann auch deutlich konkreter gemacht werden wird. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn es um die Graduated Cloud geht, ist eigentlich, worum geht es? Geht es darum, insbesondere wenn wir an IT-Entscheider, IT-Verantwortliche, Administratoren denken, sich eher mal entspannt zurückzulegen und die Technologie mal machen zu lassen? So nach dem Motto, die beste IT ist die, die ich gar nicht merke, weil dann funktioniert alles. Oder ist es eigentlich eher so ein richtiger Hacker- und Aktivitätsmodus? Also geht es darum, neue Tools und neue Plattformen zu zeigen, die wirklich richtig, richtig intensiv das Unternehmen voranbringen und zeigen, dass man da richtig Spaß hat. Dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich entweder oder? Warum machen wir da kein und draus? Denn eigentlich, wenn wir uns über hybride Cloud-Architekturen unterhalten, gibt es zwei ganz, ganz zentrale Komponenten bzw. Stages. Wir sind jetzt zwar chronologisch ein bisschen vertauscht links und rechts, aber nichtsdestotrotz gehören sie doch sehr, sehr eng zusammen. Das eine ist der Betrieb, das, was möglichst entspannt laufen sollte, weil Fehler im Betrieb sind immer sehr, sehr unangenehm, während die Anwendungsentwicklung, also das, was wirklich dann auch der Differenziator auf den Clouds ist, ja eigentlich das sein sollte, was wirklich sehr, sehr intensiv auch anläuft. Wenn wir uns also dahingehend mal anschauen, wie sehen eigentlich solche Enterprise-fähigen, also zumindest Hyperclouds im Unternehmenseinsatz, das muss jetzt nicht das riesengroße Unternehmen, sondern auch einige Mittelständler sein, wie sieht dort eigentlich so eine Architektur aus? Wir haben einige Studien gemacht, das machen wir als Analysten und Research House natürlich sehr, sehr gerne und haben dort auch mal ganz konkret gefragt, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir uns mal auf die Ebene der Cloud-Deployment-Modelle geben, also Public Cloud, Hybrid Cloud, Multicloud, Private Cloud. Das sind ja sehr, sehr viele und oft diskutierte Begriffe. Manchmal ist die Definition auch nicht so ganz klar, aber wir haben dort auch mit ein bisschen Hilfestellung doch herausgefunden, dass schon heute ganz klar zumindest die Public Cloud als Komponente in diesen Cloud-Umgebungen und in der digitalen Infrastruktur der Unternehmen eine Rolle spielt und dass es zukünftig vor allen Dingen Hybrid und Multicloud sein werden, die vorherrschen werden. Das heißt, dass es nicht darum geht, sich auf eine einzelne Architektur zu fokussieren, auch wenn das sehr, sehr viele prominente Beispiele, Netflix, Zalando, ihr kennt sie alle, ihr habt sie alle 100-mal schon gehört, durchaus machen und es dafür auch eine Begründung gibt, sehen wir vor allen Dingen, wenn es in diesen Enterprise-Grad geht, wo auch ein Anteil Legacy-IT ist, wo sehr, sehr heterogene Anforderungen auch an die Anwendungsentwicklung und den Betrieb herrschen, dass man dort sehr, sehr häufig auf eine Vielzahl von Architekturmodellen setzt und sie mehr oder weniger miteinander integriert und gemeinsam betreibt. Was ja diese Public Clouds so an sich haben, ist, dass sie sehr, sehr viele sogenannte Plattform-Services haben. Also Public Cloud als solches ist für viele erstmal
Infrastruktur von irgendwo aus irgendeinem Rechenzentrum, was ich nicht genau beziffern kann, aber ich kann endlos skalieren und habe alle wesentlichen Themen wie Compute, Storage, Network und notfalls auch noch eine Datenbank in place, die mir den Regelbetrieb dort geben. Aber, und wenn wir uns da mal anschauen, das ist eine Erhebung, die haben wir 2018 meines Erachtens gemacht, wo wir mal aufgelistet haben, was sind denn so diese wichtigsten Plattform-Services, die man obendrauf noch auf die Infrastrukturen und Cloud-Plattformen der jeweiligen Anbieter AWS, Microsoft und Google drauf buchen kann. Und da sehen wir dann einfach, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, solche Plattform-Services auch zu nutzen in ganz verschiedenen Bereichen wie Security, wie Analytics, Big Data, aber auch neue innovative Themen wie Machine Learning, AI oder IoT, wo sehr, sehr viele Services bereitgestellt werden, wo die Namen teilweise etwas kryptisch sind, teilweise auch sehr selbsterklärend. Aber was tatsächlich dahinter steckt und was der Mehrwert einerseits zu langjährig bestehenden Lösungen, zu individuellen Lösungen, die man sich entwickelt hat, die genau auf den jeweiligen Anwendungsfall passen, sehr, sehr schwierig sind. Und deswegen scheinen die Zahlen und auch die Möglichkeiten von diesen Plattform-Services erst einmal irgendwie grenzenlos zu sein. Es gibt immer mehr. Scheinbar täglich kommen auch neue dazu, gerade AWS, aber auch Google und Microsoft haben eine sehr, sehr hohe Release-Geschwindigkeit und versuchen in alle Richtungen dort Dinge auch standardisiert abzudecken. Aber nichtsdestotrotz ist die Komplexität sehr, sehr groß. Das führt unweigerlich dazu, dass dass eine Form von Multicloud tatsächlich dann auch in den Unternehmen sehr, sehr stark vorherrschend ist. Das heißt, man hat erstmal so diesen Basisstack, also Compute-Infrastruktur, Speicher, Netzwerk und ähnliches. Das hat man vielleicht überall. Und dann sehen wir zumindest, wenn es um diese Nutzung von den Plattform-Services geht, dass je nach Abteilung, je nach Unternehmensstruktur oder ähnliches, dann sehr, sehr gezielt auch unterschiedliche Lösungen genutzt werden. Dieser Plattform-Services. Das heißt, man hat zum Beispiel, das ist jetzt rein exemplarisch, wie es hier dargestellt ist, das heißt, es ist jetzt hier keine Empfehlung oder ähnliches, sondern nur mal eine visuelle Darstellung dessen, dass man beispielsweise Migrations- und Management-Tools sowie die Entwicklungswerkzeuge von der AWS benutzt, dass man Security-Services von Microsoft hat, der Klassiker Active Directory ist schon lange Zeit im Unternehmen existent, deswegen nimmt man diese Services, die sehr enterprise-nah sind und macht vielleicht auch seine IoT-Architektur da drauf. Und Google, wie soll es anders sein, als großen Datenexperten, dem gibt man dann auch genau diese Datenthemen. Und so bildet sich dann mehr und mehr diese Multicloud heraus, die teilweise nebeneinander existiert oder auch miteinander verzahnt werden kann. Da gibt es auch durchaus Tools. Aber die Komplexität wird eben auch sehr, sehr hoch dadurch, da teilweise die IT-Abteilung gar nicht den Überblick darüber behalten können, welche Services im Einzelnen dann auch in Benutzung sind. Wenn wir das Ganze aber mal ein bisschen runterbrechen und diese Komplexität, die diese Plattform-Services geben und auch die Ehrfurcht, dann kann man das eigentlich auch relativ stark vereinfachen, weil viele dieser Plattform-Services haben natürlich ihre Berechtigung, können auch ihren Mehrwert bieten, aber sollten sehr, sehr gezielt ausgewählt werden. Und wenn wir mal sagen, es gibt eigentlich drei wesentliche Layer in diesem Cloud-Stack, die auch ein bisschen durch die unterschiedlichen Technologien, Tools und Services abgegrenzt werden, dann haben wir auf der untersten Ebene die Cloud-Plattform-Infrastruktur. Infrastructure und Plattform as a Service, also das, was wir von der Google Cloud, von AWS, von Azure, auch von regionalen Partnern oder der IBM oder wer nach Asien expandiert, da gibt es sicherlich auch einige von euch, die dann in Richtung Alibaba Cloud gucken. Das wäre jetzt mal synonym, wobei wir ganz klar auch sehen, Google, AWS und Azure sind dort schon die Platzhirsche und mit deutlichem Abstand auch vorne. Dann auf der nächsten Ebene, um diese Komplexität in einer hybriden Umgebung oder auch in einer Multicloud-Umgebung zu beherrschen, gibt es sehr, sehr viele Werkzeuge. Viel kommt von der Cloud Native Computing Foundation. Das heißt, diese Cloud Native Services wie Kubernetes, wie Containertechnologien, aber auch Red Hat, die in dem Dunstkreis relativ aktiv sind und mit der OpenShift-Plattform auch einen hybriden Layer gebaut haben, wie man auf den Infrastrukturen in der privaten oder in der Public Cloud
dann diese Services nutzbar machen kann und die Anwendungsentwicklung beschleunigen kann, gibt es dort eine sehr, sehr große Auswahl. Und obendrauf dann eigentlich der Zauber, die Applikationen und die Daten, die idealerweise so miteinander verfügbar gemacht werden, dass es keinerlei Data Lakes gibt, beziehungsweise dass die Daten für alle zugänglich sind und dass die Anwendungen so weit wie notwendig auch integrierbar sind. Und das ist dann im Prinzip die sehr, sehr stark vereinfachte Variante des individuellen Cloud-Stacks. Das heißt, natürlich reden wir hier über sehr, sehr viele standardisierte Services, die dort angeboten werden. Das heißt, man kann die jetzt nicht hundertprozentig für seinen eigenen Bedarf dann noch verändern, sondern man muss sie nehmen, wie sie kommen. Aber man kann zumindest die Zusammenstellung und auch die Konfiguration im Rahmen des Möglichen so gestalten, dass man einen individuellen Cloud-Stack hat, dass man also sehr, sehr gezielt für die Bedarfe, auch aus der Historie heraus, wo kommt das Unternehmen her, einen Weg finden kann, wie eine solche Architektur aussehen sollte. Und die Magie obendrauf, das ist dann tatsächlich, welche Anwendungen und Daten dort genutzt werden, um dann auch den Differenziator zu schaffen. Da sind aber die unteren beiden Layer, Management, Security, Orchestration und die Cloud-Plattformen, eigentlich nur ein notwendiges Hilfskriterium, aber nicht der eigentliche Differenziator. Und so kann es eben auch kommen, dass diese vielen, vielen Plattform-Services gar nicht mal so primär ins Gewicht fallen, wenn man Stand heute eine gut informierte und fokussierte Cloud-Strategie dann auch angeht als Unternehmen. Wir haben es eben schon gesehen, es gibt sehr, sehr stark den Trend auch in Richtung der Cloud-Native-Technologien. Was bedeutet eigentlich Cloud-Native? Cloud-Native ist ein gewissermaßen elaborierter Marketingbegriff. Das heißt, er fasst viele Dinge sehr, sehr weit, hat aber doch im Kern einige sehr, sehr attraktive Komponenten, die auch für die Enterprise-IT durchaus sehr, sehr relevant sind. Denn Tools, Cloud-Native wird ja sehr, sehr häufig auch synonym gesetzt mit Container-Services, insbesondere Kubernetes als eins der Kernprodukte im Cloud-Kontext. Gibt es aber noch sehr, sehr viele weitere Tools. Und die sorgen im Wesentlichen für drei ganz, ganz zentrale Punkte. Das ist einmal das Thema Anwendungsmodernisierung. Also dadurch, dass beispielsweise bestimmte Anwendungen das Ende ihres Lifecycles erreicht haben, kann man durch bestimmte Komponenten auch auf der Infrastrukturseite und im Management dafür sorgen, dass diese doch noch in ihrer Kernlogik weiter bestehen, dass man sie anpasst, dass man sie modernisiert und deswegen dann auch in den neuen Umgebungen zusammen mit den eher cloud-nativen Services dann auch ganz fokussiert betreibt, dass man mithilfe von offenen Schnittstellen, mit APIs dann auch dafür sorgt, dass die Daten, die in diesen Anwendungen aus der Legacy-Welt dann auch verfügbar gemacht werden und so dann unter Umständen auch im Sinne der Reduktion der Komplexität in der Anwendungsverwaltung, im Sinne der Weiterführung der veralteten Anwendungen auch die TCO senken kann. Man kann gleichermaßen natürlich auch die Digitalisierung im Allgemeinen vorantreiben. Das heißt, wenn wir wirklich sagen, es geht darum, mithilfe dieser Cloud-Native-Services insbesondere die neuen dynamischen Anwendungen nach vorne zu bringen. Wir hatten eben schon das Beispiel in Richtung IoT-Plattform oder Ähnliches. Also wenn man jetzt in der Industrie ist und einen großen Teil seiner Maschinen mit Sensorik ausstatten möchte oder mit Hilfe von digitalen Zwillingen seine Produkte, die man letztlich herstellte, dann auch weiter in die Vernetzung bringen möchte, um somit dann auch Mehrwertservices zu bringen. Da sind Cloud-Native-Services durchaus immer, wenn es um den Betrieb und auch die Flexibilität geht, das Mittel der Wahl, da so dann auch eine Grundlage geschaffen wird, um wirklich diese Lösungen sehr, sehr gezielt und schnell anhand von Erfahrungen anderer durch diese Standard-Services auch bereitzustellen und gleichzeitig auch die Verwaltung und Skalierung so umzusetzen, dass es am Ende funktioniert. Und somit ist es dann in der Kombination auch das Thema, dass durch diese Cloud-Native-Technologien die Cloud-Transformation sehr, sehr stark funktioniert. Denn gerade auch bei Hybrid-Cloud-Architekturen ist es sehr, sehr wichtig, dass Cloud-Native-Services dort genutzt werden können. Als kleine Side-Note, ein Großteil dieser Cloud-Native-Tools und Services wird derzeit sogar in privaten Cloud-Umgebungen genutzt. Das heißt, gar nicht mal primär in der Public-Cloud,
sondern wirklich auch in ja, On-Premise-Architekturen beziehungsweise in privaten Cloud-Architekturen, die einen gewissen Skalierungsfaktor haben, wo also gar nicht mal primär dieses Public-Cloud-Thema vordergründig ist, sondern mehr die Orchestrierung, die Skalierung und dann auch die Mechanismen zur Logik, dass man in der Lage ist, die Anwendungen und die Infrastruktur zu überwachen, zu überblicken und gleichzeitig natürlich auch das Management dort zu voranzutreiben und im Hinblick auf die Automatisierung ist dann auch zu schaffen, dort dann mehr und mehr Vorteile zu heben. Sprich, wenn wir mal gucken, was Cloud Native eigentlich bedeutet, ich habe es ja schon gesagt, die Diskussion um die klare Definition hat sehr, sehr viele Wahrheiten, so würde ich es vielleicht mal sagen. Und die Diskussion ist auch nicht ganz abgeschlossen. Ich persönlich sehe es so, dass es tatsächlich mehrere Herangehensweisen gibt, das Ganze dann auch für sich zu nutzen. Die Definition im engsten Sinne ist wirklich, dass es um unabhängige Technologieservices, wie insbesondere die Containertechnologie, geht und damit dann die Bereitstellung von Software im Rahmen der Public Cloud stattfinden kann, also dass man sehr, sehr stark diesen Tool-Aspekt Container und Microservices aus einer Entwicklerperspektive auch sieht. Im engeren Sinne definiert ist Cloud Native dann aber auch die Gesamtheit aller Anwendungen, die in der Public Cloud entwickelt und dann auch betrieben werden. Also dass es eigentlich noch etwas weiter geht mit Cloud Native, nicht nur um diese Tools, sondern wirklich auch um die Modelle und den Betrieb der IT in Richtung eines automatisierten IT-Betriebs in vorrangig der Public, aber das muss nicht zwingend der Fall sein, Cloud. Und wenn wir das Ganze im weiteren Sinne fassen, dann ist Cloud Native sogar ein digitales Paradigma. Das heißt, dass man sich auf Basis dieser Tools und Services auch organisatorische und kulturelle Standards aneignet. Das heißt, wir hören heute auch noch einiges über das Thema DevSecOps oder es gibt die SREs als neue Superstars in der IT-Welt, die dafür sorgen, dass man hochskalierbare, aber auch sehr, sehr stabile und sichere Infrastrukturen betreibt, um dann auf der Basis auch die Anwendungen für die eigene Digitalisierung im Unternehmen voranbringen kann. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, ich möchte gar nicht auf die Statistiken im Einzelnen eingehen, eine Studie, die wir zum Thema Cloud Native im letzten Jahr gemacht haben, hat gezeigt, es geht vielen der Entscheider auch darum, wirklich diese Digitalisierungskomponenten mit reinzubringen. Das heißt, zumindest wenn wir mal die Definition auch daran spiegeln, Cloud Native als digitales Paradigma zu sehen und es auch als Nicht-Entwickler-Topic zu etablieren, ist wirklich sehr, sehr stark verbreitet. Das zeigen zumindest hier unsere Daten, weil unmittelbar dadurch viele den Weg überhaupt erst geebnet sehen, digitale Geschäftsmodelle und Prozesse, aber auch die Cloud-Transformation und Innovation in Gänze für das Unternehmen dann voranzutreiben. Um auch hier unser Graduation-Hütchen zu verteilen im Bereich Cloud Native, auch wenn es noch sehr, sehr jung ist, auch wenn man dazu sagen muss, dass viele der Tools, da gibt es aber auch gewisse Mechanismen, da können wir gerne auch mal separat zu tiefer einsteigen, um das Ganze zu bewerten und enterprisefähig zu machen, wird dort sehr, sehr intensiv geprüft, aber nichtsdestotrotz sehen wir auch hier der Reifegrad, die Zufriedenheit mit diesen Services, die wirklich mit einer sehr, sehr starken Intensität aus der Community heraus vorangetrieben werden und wirklich sehr, sehr intensiv von Experten auch gefördert sind, steigt sehr, sehr stark an. Und das, was dann hier auch die Cloud Native Computing Foundation in ihrem eigenen Jahresreport gezeigt hat, zeigt und bestätigt dann auch, dass diese Services ebenfalls eigentlich für die unternehmenskritische digitale Infrastruktur, sprich die Cloud im Unternehmen, auch schon bereit sind, wenn man es richtig macht. Und was wir auch sehen, ist, dass viele dieser Services und Technologien völlig unabhängig davon laufen, ob es jetzt die Public Cloud, die Private Cloud ist und wenn ja, auch welche. Das heißt, wenn man Kubernetes als fokussierten Service synonym für die Cloud Native Technologien sieht, dann ist es völlig unerheblich, ob es in der Public Cloud, in der Private Cloud, in der ehemaligen On-Premise-Umgebung oder ähnlichem läuft, sondern vielmehr, dass man es schafft, die Gesamtheit der Architekturlandschaft so zu verwalten und umzusetzen, dass man gewissermaßen ein Anywhere-Computing bereitstellt. Also, dass es völlig egal ist, welche Infrastruktur unten drunter ist, sondern dass wirklich
die Differenzierung und die Disruption, wenn man davon sprechen kann, auf der Anwendungs- und Datenebene stattfindet und unten drunter das Ganze eben funktionieren muss und man dort sich einfach das Bestmögliche aus den genannten Alternativen dann auch nehmen sollte. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist natürlich die Stabilität und Sicherheit dahinter. Mit Hinblick auf die Zeit, ich gebe ein bisschen Gas, sehen wir, wenn wir uns Cloud Security angucken, es gibt eigentlich vor allen Dingen die wesentlichen Trends, das Ganze zu automatisieren und gewissermaßen selbst heilend zu machen. Und die Cloud-Native-Technologien, deswegen waren sie auch vorangestellt, sind dort sehr, sehr wichtig. Wenn wir allerdings von Self-Healing Infrastructures, wie der angelsächsische Begriff dann auch richtigerweise wäre, sprechen, dann geht es eigentlich um Theorien, die weit über 50 Jahre alt sind. Das heißt, Fehlertoleranz und die Vermeidung von Fehlern auf jeder Ebene des IT-Betriebs sind Theorien, die von den drei Herren, die wir hier sehen, schon von vor 50 Jahren an bis in die heutige Forschung eigentlich rein beschrieben werden und die durch Cloud und Cloud Native nochmal eine ganz, ganz andere Form der Wahrnehmung auch bekommen. Und das ist insofern eben wichtig, als dass die Mechanismen, die schon sehr, sehr lange als Designkriterien für die IT-Architektur definiert wurden, jetzt eigentlich nur durch neue Komponenten und durch eine etwas neue Denk- und Herangehensweise gefördert werden, ohne dass man dort fundamental an diesen Theorien auch schrauben muss. Wenn wir das aber so ein bisschen in die Neuzeitbegrifflichkeiten reinbringen, dann spricht man eigentlich von CloudOps, DevOps und NoOps. Und NoOps wäre dann genau der Teil, wo die Selbstheilung und die Automatisierung stattfindet, also wo es keinen Administrator mehr braucht, der irgendwo nach einem Ausfall, nach einem Fehler im System reagiert und eine Supportleistung machen muss, sondern dass Tools weitgehend selbstständig erkennen, wann die beste Zeit ist, um Patches, Updates und Ähnliches einzuspielen, die immer auch schon präventiv Ausfälle vorbeugen können und deswegen in der Lage sind, so auch einen sehr, sehr großen Teil der Administration zu reduzieren und damit dann auch die Ausfallsicherheit und entsprechend auch die Sicherheit der Architekturen beschreibt. Denn wenn wir das mal herunterbrechen, das Thema NoOps bedeutet auf jeden Fall den höchsten Grad an Sicherheit, weil alle Themen und Schlagwörter, die dort fallen, wie das Thema Zero Trust, also wirklich ein komplettes Paradigma, was ja auch von Google sehr, sehr stark postuliert wird, spielt dort unmittelbar eine Rolle, genauso wie dedizierte Backup-Strategien, das Thema Verschlüsselung von Daten, aber auch Vorgehensmodelle wie DevSecOps oder Ähnliches spielen dort unmittelbar eine Rolle und sorgen dafür, dass diese Self-Healing-Architekturen überhaupt erst stattfinden können. Deswegen, NoOps kriegt zwar nur einen noch ausgegrauten Graduation-Hut, weil das Ganze noch in der Entwicklung und Etablierung ist, aber gerade auch viele dieser Tools und Services und Vorgehensmodelle, die derzeit sehr, sehr stark auch in der Cloud-Native-Community geprägt werden, die sind dort sehr, sehr existent. Und um das Ganze abzuschließen und euch dann auch in den sehr, sehr spannenden Tag weiter zu entlassen, noch zwei kurze Ausflüge. Das eine, ein Zitat von einem Forrester-Analysten, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch in diesem Kontext der Cloud, die ja sehr, sehr häufig auch mit Vorbehalten zu kämpfen hat, ist das Zitat, die IT ist voller brillanter Innovatoren, aber die meisten Innovationen sind zu sehr lokal begrenzt. Wir konzentrieren uns auf Details der Technologie und optimieren sie unaufhörlich. Diese kurzsichtige Perspektive fügt die vielen Teile nicht zu einer Maschine zusammen, die unser Geschäft exekutiert. Das ist lokale, nicht globale Aufmerksamkeit und wir sind lokal brillant und global dumm. Das heißt, der Aufruf ist, genau diese Themen zu wagen und sich dort dann auch mal zu trauen und diese Experimentstadien und dieses Wegwischen der relevanten Themen mal zu überspringen. Oder um es mit Kimiko Ala zu sagen, der sich fürchtet, seinen eigenen Baum zu verlassen und vergisst zu spielen, traut euch gerne auch mal mitzuspielen, weil viele, viele Dinge eine hohe Erfahrung auch schon mit sich bringen. Vielen lieben Dank. Max, wir haben zu danken.
Also tolle Keynote und wir haben uns ja bewusst entschieden, mit der Graduated Cloud in den Tag zu starten. Da, so sieht die Realität nun mal aus. Macht's gut. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss.